liebe Geborene, schön, dass ihr dabei seid bei einem neuen Monatsorakel, heute für die zweite Junihälfte. Wir starten mit eurer Grundüberschrift. Ihr könnt gerne die Legung zu eurem Aszendenten anschauen, den ihr kostenlos auf astro.com analysieren lassen könnt. Bitte spürt auch immer mit, die Rollen können vertauscht sein, Mann, Frau, gleichgeschlechtliche Partnerschaften, es sind ja kollektive Legungen. Wir legen los mit der Königin der Kelche. Das wird eine emotionale Zeit und zwar werdet ihr hier Meister in euren Gefühlen und Emotionen, denn die Königin der Kelche lässt sich von Emotionen nicht blind davontragen. Sie hat hier etwas gemeistert und zur Bravour entwickelt. Ja? Emotionale Meisterschaft steht hier im Raum. Es kann sein, dass ihr es mit so einer Frau zu tun habt. Es kann sein, dass in euch ein Anteil genau diesen Weg gehen möchte oder die Aufgabe hat zu gehen. Dann haben wir die Liebenden. Hier kann es sein, dass ihr es mit Zwillingsgeborenen zu tun habt. Es kann sein, dass ihr in Dreieckskonstellationen verstrickt seid. Ansonsten, wenn die Liebe gesund ist, wenn sie mit positiven Emotionen gefärbt ist, hat natürlich euer Liebesleben die schönsten Chancen, sich zu entfalten. Ja? Hier kann es sein, dass ihr auch gleichgesinnte Menschen findet, mit denen ihr zusammenarbeitet, wenn wir es nicht partnerschaftlich deuten. Oder in der Partnerschaft entsteht die Co-Kreation auch im Beruf. Dann haben wir die Acht der Kelche. Hier kommt eine depressive Stimmung, eine Trägheit. Hier sind die Kelche nicht alle gefüllt und die Farben im Hintergrund sehr dunkel und trüb. Also hier kann es sein, dass irgendetwas eure Stimmung trübt. Ja, also die Tiefen des Fisches sind hier Thema. Der Fischgeborenen. Fische haben eine Affinität zu tiefen Gefühlen, zu tiefer Intuition. Vielleicht werden sie aber auch oft von den Emotionen davongetragen oder sie werden unter den Teppich gekehrt und gar nicht berücksichtigt. Schaut mal bitte, wie sich das bei euch zeigen möchte. Wir schauen uns jetzt in den Zigeunerkarten die Details an und es geht in erster Linie um die Falschheit. Wo in eurem Leben seid ihr nicht ehrlich mit euch selbst? Alles, was auf wackeligen Beinen aufgebaut wird, wird keine Kontinuität haben. Ja? Hier ist vielleicht auch etwas in der Vergangenheit passiert, weil die Falschheit genau dorthin blickt. Und es geht um die Liebe und um das Kind. Vielleicht habt ihr hier innere Kindthemen zu lösen, die euch eben an eure Kindheit erinnern. Vielleicht sind es Bindungsmuster, die ihr in Sachen Liebe gelernt habt, die jetzt höchste Eisenbahn zu wandeln sind. Oder ein Neuanfang in der Liebe bereitet euch hier nicht Kopfzerbrechen, sondern eher Herzschmerz, emotionales Chaos, würde ich hier sagen. Ja? Es kann auch sein, dass euch hier zur Liebe, zu euren Kindern Steine in den Weg gelegt werden. Auch das ist hier möglich. Hier kann es auch um die Verbindung zu euren eigenen Kindern gehen oder Kinder, die euch grundsätzlich am Herzen liegen. Es kann auch sein, dass ihr berufstechnisch mit Kindern arbeiten wollt und schaut mal, ob das zu euch passt, ob es das Wahre ist, ob es das Richtige ist. Dann haben wir in Gedanken den Offizier. Hier kann es sein, dass ihr in die Selbstständigkeit gehen möchtet. Auch da habt ihr vielleicht so manchen Zweifel. Hier kann es liebestechnisch um einen heimlichen Liebhaber gehen. Wenn da Liebschaften beginnen, werdet ihr spüren, dass da etwas nicht so stimmt. Das hat schon in der Vergangenheit begonnen. Die Liebe blickt in die Zukunft und die Liebe will hier gewinnen. Und was ist hier Liebe für euch? Ja? Und es kann natürlich auch um den Mann des Lebens gehen, um eine machtvolle Position, mit der ihr es hier zu tun habt oder auch Person. Ja?
Vielleicht auch für Staat und Behörden für bestimmte Projekte, wo nicht alles mit ehrlichen Dingen zugeht. Im Unterbewusstsein haben wir etwas Geld. Hier geht es aus dem Mangel, Bewusstsein auszusteigen und etwas Geduld für bestimmte Projekte aufzubringen. In der Vergangenheit ging es um die Reise. Da habt ihr vielleicht eine Reise veranstaltet, vielleicht habt ihr eine Liebesreise unternommen und auch da sind so manche Hindernisse aufgetreten, die jetzt noch im Raum stehen. Also hier kommt mir ganz klar rein, dass ihr vielleicht auf einer Hochzeitsreise, auf einer Liebesreise versucht habt, euren Kinderwunsch umzusetzen. Vielleicht hat das nicht ganz so hingehauen, ja. Jedenfalls seid ihr aufgefordert, weiterzugehen. Vielleicht geht es ja auch um einen Umzug. Jedenfalls wollen die Pferde neu gesattelt werden und nach vorne gehen. In nächster Zukunft geht es um einen Brief. Hier geht es einmal um Sicherheit in der Liebe. Was bedeutet das für euch? Bleibt ihr da immer noch flexibel und unabhängig oder verliert ihr euch in bestimmten Verbindungen? Hier geht es auch um bestimmte Kommunikationsmuster. Kann aber auch sein, dass es berufstechnisch um Dokumente, Verträge, Schriftstücke geht. Ja? Vielleicht gilt es hier eben noch Geduld zu üben, um bestimmte Dokumente endlich in Händen halten zu können. Ja? Können auch Heiratsverträge sein, kommt mir hier in den Sinn. Es geht mit Sicherheit um das Glück. Also das Glück steht euch hier treu zur Seite, schaut in die Zukunft. Also da seid ihr gut gestellt für die zweite Junihälfte und auch in eurem Umfeld herrscht Fröhlichkeit. Ja? Vielleicht will euch das Umfeld das auch mitteilen, einladen. Vielleicht wollt ihr gemeinsam eine gute, beschwingliche Zeit erleben und es kommen hier Einladungen ins Haus. Ja, das ist hier auch eine Möglichkeit. Hoffnung oder Befürchtung ist der Richter. Also hier geht es darum, dass ihr mit bestimmten Machtpositionen zu tun habt und hofft, dass hier alles gut ausgeht, dass hier alles gerecht ausgeht. Gerechtigkeit kommt hier sehr, sehr stark in den Raum rein. Also vielleicht habt ihr da eben so manche Zweifel, ob hier alles mit rechten Dingen zugeht. Das kann sich natürlich auch in der Partnerschaft auswirken. Oder auch freundschaftlich, wohntechnisch, in jeglichem Projekt, das ihr momentan am Laufen habt. Der Ausgang ist der Besuch, der Verdruss und die Eifersucht. Ja? Vielleicht habt ihr hier ein Treffen, das gar nicht lustig ist, sage ich mal. Hier seid ihr herausgefordert. Hier gibt es vielleicht Klärungen, Beobachtungen dritter oder vierter. Vielleicht will hier jemand nicht so verbindlich sein, wie ihr das gerne hättet und das frustriert euch und das passt auch gut zu den 8 der Kelchen, was wir schon am Anfang gesagt haben. Vielleicht ist hier auch eine Liebesverbindung getrübt, ja? Und hier will man sich aussprechen vielleicht bei diesem Besuch. Ja? Das ist auch möglich. Dann haben wir unterm Deck die Geliebte. Ja? Also hier seid ihr als Frauen aufgefordert, in euren Selbstwert zu kommen, in die Zukunft zu schauen, nach vorne zu schauen, die trüben Gewässer da sein zu lassen, aber nicht darin zu versinken. Das kommt mir hier ganz stark rein. Am Ende ziehe ich euch noch einen Kreis der Göttin, welches Thema möchte euch hier noch begleiten in der zweiten Junihälfte? Hier geht es um die Erschaffende. Also, was möchtet ihr hier erschaffen? Vielleicht geht es nicht so schnell, wie ihr möchtet. Vielleicht geht es nicht so, wie ihr es vorgestellt habt. Ja? Aber bitte bleibt beim Erschaffen, beim Kreieren, beim Schöpfen und wo wird das geboren? Immer im Inneren. Ja?
Und hier geht es einfach darum, dass ihr euch auch mit dem höheren Selbst verbindet, dass die Kraft durch euch fließen kann und dass ihr neuen Mut bekommt zum Erschaffen. Welche Projekte hier auch immer im Raum stehen, ich wünsche euch viel Erfolg damit, hoffe, dass ich euch etwas inspirieren konnte. Danke euch wie immer für jeden Daumen hoch, für jedes neue Abo, das eingeht, für alle lieben Kommentare, die ihr mir hinterlasst. Für private Legungen und freiwillige Spenden findet ihr wie immer die Infos unten in der Box und ich freue mich schon aufs nächste Mal mit euch. Alles Liebe, eure Sandra.